Ich grüße Sie herzlich, Herr Schönbach. Oh ja. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie wurden 1965 in Kassel geboren und sind ein Vizeadmiral AD der deutschen Marine der Bundeswehr. 1984 traten Sie in den Dienst der Bundeswehr ein und absolvierten die Ausbildung zum Marineoffizier. Von 1985 bis 88 studierten Sie Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Von 1988 bis 1990 absolvierten Sie Offizierlehrgänge und wurden anschließend von 1990 bis 1992 als erster Artillerieoffizier und Ortungsoffizier auf dem Zerstörer Hamburg eingesetzt. Von 1992 bis 94 waren Sie Austauschoffizier bei der Königlich Niederländischen Marine als Wach- und Navigationsoffizier auf der Fregatte Jan van Brakel eingesetzt und absolvierten bis 95 den Operationslehrgang an einer niederländisch-belgischen Schule in Den Helder in den Niederlanden. Von 1995 bis 1999 dienten sie auf der Fregatte Brandenburg auf verschiedenen Operationsdienstposten und nahmen von 2001 am 41. Admiralsstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg teil. Seit 2021 sind sie nicht mehr im Dienst, und heute sind sie zweiter Bundesvorsitzender der Partei der Werteunion. Ist das erstmal richtig? Es ist richtig und offenbart mir, wie alt ich geworden bin. Ach, so sehen Sie allerdings nicht aus. Also, Herr Schönbach, Sie sind selbst vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls einem Leak zum Opfer gefallen. Für einige Zuschauer bringe ich jetzt noch mal in Erinnerung, was der Grund dafür war. Sie hatten in einer nicht öffentlichen Besprechung in Indien als Experte analysiert, dass die Krim nicht mehr zurückzuholen sei. Für viele Menschen war das eine völlig plausible Einschätzung, die offenbar einigen Personen in ihrem Umfeld nicht gefiel. Schließlich widerläuft es einem Gesetz eben auch, aber nur der Ukraine, dem Dekret 117 von 2021, das die militärische Rückeroberung der Krim durch die Ukraine festlegte. Zu Ihrem Fall zurück. Möglicherweise, so gehen einige Journalistenkollegen davon aus, ein intriganter Leak aus dem Inneren. Inwiefern würdigt man überhaupt noch sachliche Expertisen gestandener Experten? Wollen Sie darauf schon antworten, bevor ich meine eigentliche Frage stelle? Das kann ich schon machen. Also ich sage mal so ganz mit einem kurzen, weil es eine kurze Frage ist. Ich denke schon, es wird auf jeden Fall noch gehört. Aber Sie haben es jetzt an dem eigenen Beispiel, was Sie mir jetzt gerade vorgezählt haben, das ja auch nur mit einer kleinen Handykamera mit aufgenommen wurde. Das konterkariert das natürlich. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Experten schon noch gehört werden. In General Gerhards Fall, er wurde wahrscheinlich tatsächlich von russischen Spezialkräften erwischt. Das ist im Falle Victoria Nuland auch passiert. Ein Beweis, dass sich Staaten in fremde Angelegenheiten einmischten, war das letztendlich. Sie wurde erwischt, als sie Fuck the EU meinte und als die 5 Milliarden Investitionen aus den Vereinigten Staaten in die Ukraine bekannt wurden. Regierungsputsch, Maidan, wir wissen das alle. Herr Schönbach, was meinen Sie? Werden General Gerhards und Brigadegeneral Frank Gräfe zu erwarten haben? Mit welchen Konsequenzen müssten Sie jetzt im Grunde rechnen? Werden Sie sich juristisch verantworten müssen? Wie ist Ihre Sicht der Dinge? Haben Gerhards und Gräfe sich etwas zu Schulden kommen lassen? Ich denke zum Beispiel an den sorglosen Umgang mit hackbarer Kommunikationstechnik. Okay, Ihre Frage ist natürlich, ja, ist eine Binse, vielschichtig. Also, ich sage mal ganz einfach vorweg, ich sage nein. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, wenn es um die Frage des Inhaltes geht. Sie hatten in Ihrer Anmoderation das ja auch so gesagt, man hatte mit leichtem Herzen und mit leichter Wortwahl etwas sehr Schwerwiegendes beschrieben und dann eben auch Szenarien entwickelt. Aber Frau Jahn, das ist genau der Auftrag. Ich kenne den General Gerhards, wie ich denke, ganz gut. Er ist ein absoluter, hochgebildeter Topmann, der sehr wohl mit all den ganzen Kniffligkeiten umzugehen weiß. Und um das vorwegzunehmen, sicherlich ist das ist ja jetzt auch offen, das ist nichts Geheimnisvolles, dass die gewählte Kommunikationsform,
um es mal vorsichtig auszudrücken, suboptimal war. Dass tatsächlich abgehört wird und abgehört würde und auch zukünftig abgehört wird, ist jetzt nichts Besonderes. Also man sollte sich auch sicherlich seitens, sei es in Russland oder wer auch immer, übrigens auch, ja, verzeihen Sie, auch eigenen Freundstaaten und Alliierten keine Illusionen machen. Es wird abgehört, es wird mitgehört. Was er sich selber zu Schulden hat kommen lassen mit Blick auf die Frage, ist das straffällig gewesen oder ist das, ja, wie gesagt, ich drücke mich mal vorsichtig aus, suboptimal gewesen, diese Art zu wählen, diese Art zuzulassen, das müssen die Stellen vor Ort entscheiden. Das kann ich hier von hier aus nicht beurteilen. Vielen Dank. Wie kam das eigentlich bei Ihnen an mit dem Sprachgebrauch zur guten alten Luftwaffe? Müsste der Verdacht, also ich denke mal, oder ich gehe davon aus, Sie haben sich das auch angehört, müsste der Verdacht, haben Sie ja eben geschildert, ich gehe davon aus, müsste der Verdacht genauer untersucht werden? Die Herren sind etwa um die 50 Jahre. Für Sie ist die alte Luftwaffe was? Was meinen Sie? Also, das kann man überhaupt, also kann man überhaupt nicht vergleichen. Also, vor allem, wenn Sie diese Formulierung wählen, der alten Luftwaffe. Also, die Herren um die Ja, im 50, Gespräch, ne? ja, im Gespräch. Also, die 50, tatsächlich ist er ja durchaus älter, ist ja genauso alt wie ich. Also, auch Ende 50 in diesem Falle konkret. Nein. Also, ich bleibe dabei, ich will da nicht drum rumreden. Der entscheidende Punkt ist, das war unglücklich, keine Frage. Aber Sie müssen trennen, das Inhaltliche von dem, was tatsächlich der Kommunikationswahn war. Das Inhaltliche zu planen, Szenare sich auszudenken, Szenare abzuwägen, ist notwendig und wichtig. Dass Sie und Frau Jahn, Sie wissen, ich trete Ihnen da nicht mehr zu nahe. Auch ich müsste mich, wenn gemessen an einem damals, heute natürlich nicht mehr, aber in dem Slang, nennen wir das mal, das soll nicht abwertend klingen, die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man miteinander kommuniziert, insbesondere Offiziere, die sich seit langem kennen und die absolute Fachleute auf ihrem Gebiet sind. Die haben eine Art an mit Sprechen an Leib, auch dieses Germanisch, dieses gemischte Deutsch-Englisch. Das ist nun mal die Art, wie man damit spricht. Es ist nicht so wie Sie und dann verzeihen Sie den Ausdruck des Normalbürgers, der dann damit mit einer gewissen Empörung vielleicht oder mit einem Entsetzen darauf reagiert, wie dort leichtfertig, vermeintlich leichtfertig gesprochen wird. Das ist nicht der Fall. Da wird mit hoher Expertise und mit hohem Präzisionsgrad gesprochen. Und das ist deren Aufgabe. Das ist das Inhaltliche. Und tatsächlich die Frage nach der Kommunikationsform ist dann eine ganz andere. Da muss man sich im Zweifelsfall für verantworten, aber dann ist es damit auch getan. Vielleicht meinen die Herren auch die technisch rückständige Luftwaffe der 60er und 70er Jahre, die noch ohne elektronisch gesteuerte Drohnen und weitreichende hochpräzise Marschflugkörper auskamen. Möchte ich vielleicht zugutehalten. Das hatte ein Kollege formuliert, aber ich glaube, das wird man auch klären können. Während verantwortungsvolle Offiziere der frühen Bundeswehr immer zum Frieden rieten und handelten, haben wir heute nach meinem Dafürhalten eine neue Spezies von Militärpersonal. Ich werde deutlich und zitiere aus Meinungsbildern. Zitat: Skrupellose Kriegstreiberoffiziere, die Washington mithelfen, die eigene deutsche Regierung gegen die besten deutschen und europäischen Interessen unter Druck zu setzen. Bitte fühlen Sie sich nicht angesprochen, Herr Schönbach. Die Frage steht für viele seit dem Krieg an erster Stelle. Und ich zitiere kurz weiter, Zitat, sind das unsere neuen Offiziere, Lobbyisten der US-Rüstungsindustrie, der amerikanischen Expansionspolitik, sind sie zu Kriegstreibern geworden, die ihre Karriere unter US-Schirm ohne Rücksicht auf Wohlergehen der Völker befördern wollen, von deren Steuergeldern sie leben, die sie beschützen sollen und nicht der Vernichtung preisgeben. Oder dieser letzte hier im Klartext. Zeigt sich hier nicht, dass Offiziere wie Kriegstreiber, arbeiten. Zitat Ende. Gehört General Gerhards, Sie haben schon kurz versucht einzuschätzen, zu den, aber auf eine andere Art zu den Karrieristen. Also viele wissen wahrscheinlich nicht, dass die höchsten Rang, also die ranghöchsten Offiziere doch mit Wohlwollen der Amerikaner in den Dienst gehen können. Viele Menschen bewegt das, die sind geradezu schockiert. Ich möchte das daher fragen, auch wenn es Ihnen sicher unangenehm ist, Kollegen einzuschätzen. Also gehört General Gerhards, der hier in Rheinland-Pfalz in Kochen geboren wurde, gehört er zu den Kriegstreibern in der Bundeswehr?
Also, Frau Jahn, da Sie das ja selber lediglich zitieren, ich sage es ganz eindeutig. Dieser Unterstellung ist infam. Und sie ist auch geschmacklos. Und sie ist auch vor allem rundweg falsch. Karriere zu machen, und ich denke, dass ich auch Karriere gemacht habe, bis zu dem jenen Ende, ist etwas anderes als Karrierist zu sein. Ich glaube, nein, ich weiß, gut General Gerhards einzuschätzen in seiner konkreten Person, auch andere ähnlich, jetzt nicht, gibt ja nur einen Inspekteur der Luftwaffe, aber gibt ja noch andere, die in verantwortungsvoller Position sind. Also um das alles mal aufzugliedern. Punkt 1, ich halte es in der Tat für infam. Punkt 2, mit der Zustimmung der Amerikaner, also auch ich bin Vizeadmiral geworden und ich brauchte keine Zustimmung von Amerikanern. Das gilt für die deutschen Offiziere in der Luftwaffe und das gilt für die anderen Bereiche ganz genauso. Sie sind mit Sicherheit keine Kriegstreiber. Also das ist völlig, völlig absurd. Und die Sprache, die daraus spricht, die Tonlage mit dieser Vorwürfe, diese vielen Vorwürfe gemacht werden, die sind eigentlich die dazu geeignet, was man mir ja vor 2 Jahren unterstellt hatte, ich sei in diesem Falle ein Putin-Versteher oder ein Russland-Unterstützer und würde dann im Zweifelfall auch so denken, was ich damals schon ein Märchen war und es heute ein Märchen war. Und so ist es genauso für Gerhards. Gerhards und auch General Gräfe kenne ich nicht ganz so gut, ist das völlig abwegig. Nur, und das, ich komme noch einmal auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Dieses Art des Gespräches sitzt für Sie und wahrscheinlich für, sagen wir mal, 80 Millionen andere Bundesbürger nicht nur ungewohnt, sondern vielleicht auch noch in Wortwahl und Tonlage erschreckend. Aber das ist der Krieg. Und der Luftwaffenoffizier Gerhards ist in allerhöchster Verantwortung seinem, und das habe ich mal meiner damaligen Ministerin AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, gesagt, seinem Minister die höchste Form der Loyalität zu geben. Und das habe ich Frau Kramp-Karrenbauer auch gesagt, die höchste Form der Loyalität ist seinem Chef oder seiner Chefin die Wahrheit zu sagen. Und die ungeschminkte Wahrheit. Das heißt, er muss sich abstimmen mit anderen, muss Szenarien entwickeln und muss vorbereitet sein, eine Aussage zu treffen, falls sich Minister oder in diesem Fall in Deutschland der Bundeskanzler neu orientiert. Dass das für viele Menschen etwas hart klingt, mag sein, aber das ist die Realität. Ich bin überzeugt davon, dass auch andere Berufe in der Polizei oder ähnliche, wo ganz harte Gespräche geführt werden, die aber von Experten, von Menschen, die tagtäglich damit umgehen, mit der Gewalt, mit den Gefahren, mit den Risiken, sich über die Jahre das etwas abgeschliffen hat. Aber diese 4 Männer, wie auch ich damals, musste nicht irgendwelchen Nicht-Experten etwas zu beweisen. In diesem Kreis ist das normal. Danke Ihnen. Ich möchte kurz den Hintergrund nochmal kurz schraffieren, weshalb ich den Herrn Gerhards da so als umstrittenen Charakter auch sehe. Er ist Befürworter der Bereitschaft der NATO, Atomwaffen einzusetzen. Es ist der Soldat, der sagte, dass deutsche Flugzeuge, ein Handelsblatt berichtete darüber, in ein Museum gehörten. Er ist auf der Seite der Bundeswehr, es ist auf der Seite der Bundeswehr zu lesen, neben Tornado und Eurofighter, Fokker MiG-29 Jäger. Die Gesamtflugzeit beträgt ja bei ihm 2.500 Stunden. Und er befürwortete den Übergang der deutschen Luftwaffe zu amerikanischen F-35 Jägern. Ja, das ist jetzt eine Feststellung. Die Oder Atom. gut, ich versuche daraus eine Frage, ob das gerechtfertigt oder nicht. Sehen Sie, Auch ich, dass es das geht mir nicht um mich, es gerechtfertigt geht. wäre, zum Beispiel, also dass das Fakten sind, dass es weniger eine deutsche Sicht ist, eine Bundeswehranwendung und eher eine NATO-Sicht oder aus, die natürlich von den Amerikanern geführt wird, wie wir wissen. Sie wird von den Amerikanern auch geführt. Die NATO, beziehungsweise die deutsche Luftwaffe ist ja noch ganz viel integrierter in die NATO-Strukturen, als das zum Beispiel beim deutschen Heer der Fall ist. Marine ist das nicht ganz so stark. Aber ich will, wie gesagt, Sie nehmen jetzt Gerhard in den Fokus, aber ich will einfach auch an meinem eigenen Beispiel, weil ich es dann, glaube ich, auch authentischer machen kann. Auch ich befürworte und habe immer befürwortet die grundsätzliche Option zum atomaren Waffeneinsatz, weil es sich in einer krisenhaften Entwicklung, vor allem in der Existenzkrise, sich dann irgendwann mal stellen kann. Wenn man das nicht will und wenn man das nicht kann, dann verfehlt man auch die Idee der NATO-Logik. Das ist das eine. Das andere ist, auch ich habe
damals mit keiner großen Freude meiner Vorgesetzten, auch meiner militärischen Vorgesetzten, die Situation der deutschen Marine, wenn es um das Material ging, ganz ungeschönt gesagt. Und das tut mein Nachfolger ja auch in gewisser Weise. Und das tut auch in diesem Falle Herr Gerhardz. Warum? Weil er recht hat. Und die F-35 ist in diesem Falle, wenn Sie sich erinnern, auch sein Vorgänger, General Müllner, hat das schon gefordert. Die F-35 als eine bessere Option, um sie eben sowohl für die Verteidigung als auch als Striker, als auch die Verbringbarkeit eben von Nuklearwaffen. Denn das ist die nukleare Option, die wir ja auch noch haben. Das heißt, das ist nichts Besonderes. Ob man jetzt in diesem Falle, und das kann ich nur erwähnen, ohne es zu bewerten, ob man ein anderes Flugzeug, also hätte man eine europäische Lösung, also eine Weiterentwicklung Eurofighter oder jetzt mit den Franzosen zusammen oder mit einer anderen Art von Konsortium mit mehreren Nationen ein weiteres europäisches Flugzeug hätte planen können. Alles richtig. Aber General Gerhardz, letzter Aspekt dazu, und ich denke, wir beide waren damals diejenigen, die am meisten eigentlich vor der russischen Bedrohung immer gewarnt haben, anders als andere, die sich dann später erst davor getan haben, kann nur sagen, Sie brauchen jetzt ein Waffensystem, das in der Lage ist, das zu können, von dem er spricht. Und das ist der F-35. Und deswegen ist das auch eine gute Empfehlung gewesen. Und die Bundesregierung ist ja auch gefolgt. Danke. Die Gesprächspartner hatten zum Thema dem deutschen Minister Pistorius Entscheidungs-, Handlungs- und Einsatzoptionen an die Hand zu geben. Sie haben es schon erwähnt. Wenn man den unwilligen Bundeskanzler dazu bewegen will, Taurus entgegen seiner bisherigen Bedenken möglicherweise doch zum Einsatz freizugeben. In wessen Auftrag überlegen Offiziere das? Im Auftrag eines Staatssekretärs oder des Verteidigungsministers Pistorius, dann würde er wohl gegen den Bundeskanzler arbeiten oder etwa einem NATO-Vorgesetzten. Welche Information aus der Aktivitätskette kann hier zum Verständnis beitragen? Also das kann ich auch aus eigener Geschichte, ohne das jetzt zu weit auszubreiten, das gehört zum sogenannten Pre-Planning, vorbereitet zu sein. Denn wenn Sie sich erinnern, wie dieser, jetzt mal ganz konkret, dieser Ukraine-Krieg begann, auch mit der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland, anfänglich mit dem kleinen Gepard-Panzer, dann die Diskussion um Leopard und um viele andere Dinge, die dann noch kamen und die möglicherweise auch noch kommen, jetzt in diesem Falle Taurus, auch die Frage nach Luftkampfflugzeugen. Es ist die Aufgabe und der Auftrag eines jeden Offiziers, in diesem Falle auf dieser Ebene, hohen Ebene, und das betrifft jetzt in diesem Falle den General Gerhardz oder welcher Inspekteur es auch immer gewesen wäre, sich darüber Gedanken zu machen. Dafür braucht es keine Beauftragung durch den Minister. Und machen wir uns doch nichts vor, Frau Jahn. Die Tatsache, dass es geleakt wurde, wurde jetzt dadurch die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit darüber informiert, dass so gedacht wurde. Es wird aber immer so gedacht. Und ich kann auch in diesem Falle, auch wenn es jetzt um Herrn Gerhardz geht, und es sollte es nicht ausschließlich, es sollte auch in diesem Falle meinem Nachfolger, dem Admiral Karg, gut zu Gesicht stehen, auch für seine Planung. Auch wir, die Marine, haben ja Flugkörper, die sind nicht Thema jetzt, aber auch er muss sich Gedanken machen, ohne dass ihm irgendein politischer Vorgesetzter einen Auftrag erteilt. Er muss, wenn der Minister sich umdreht und sagt, Herr Gerhardz, Herr Karg, Herr Mais oder wer auch immer, was für Optionen habe ich? Dann kann man nicht dann anfangen, über Wochen und Monate zu planen. Da muss dann schon mal eine Antwort haben. Vielen Dank. Jetzt kommen wir vielleicht mal grundsätzlich zum Ziel. Ich kenne die Aussagen des Herrn Austin, wonach es kein Ziel, ich kann das nur daraus entnehmen, für die NATO eigentlich gibt und auch nicht für die Bundeswehr. Also er meinte auf eine Medienanfrage, wir wollen den Russen schaden. Das ist mit Verlaub nach meinem Dafürhalten kein militärisches Ziel. Das ist in einigen Augen ist das sogar, und man hört es immer wieder, ob es von Frau Strack-Zimmermann geäußert wird oder von Herrn Kiesewetter, schon grenzt schon an Rassismus. Also ich meine, früher hatte man die Behinderung oder Vernichtung eines Systems, jetzt so den Kommunismus, ne, oder einer Ideologie zum Ziel. Die Strategie heute ist aber vor allem, Menschen eines Staates zu schädigen, sie aufzubringen gegen die Führung des Landes, was nicht zu beobachten ist. Ganz bizarr ist das auch bei den Ukrainern zu hören. Es geht darum, Russen zu töten. Dazu gibt es eine Reihe von Aussagen. Wollen Sie darauf mal antworten? Ja, natürlich kann ich darauf antworten.
Ich sage es ganz ehrlich, Frau Jahn, den Rassismus kann ich darin nicht erkennen, was daran rassistisch ist. Wenn man Es nur geht um Menschen Krieg. töten Naja, gut, will. okay, aber es geht, das ist ja keine rassische Frage, sondern es ist in diesem Fall eine Kriegsfrage. Das ist meine Ansicht. Wir reden von Krieg. Russland hat diesen Krieg vom Zaune gebrochen. Natürlich steht kein Konflikt und kein Krieg alleine da. Dafür gibt es immer mehrere Seiten. Es gibt eine lange Entwicklungslinie. Darüber könnte man sich sträflich streiten oder unterhalten. Jetzt stehen, um jetzt mal Ihren letzten Aspekt aufzunehmen, wenn Ukrainer sagen, wir müssen Russen töten, hier geht es um russische Soldaten, die in ein Land einmarschiert sind, das sich dann in diesem Falle verteidigt. Daran kann ich zunächst einmal nichts Hartes erkennen. Eine andere Frage ist, was Sie sagten über General bzw. jetzt natürlich Minister Austin. Ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Auch das wird Sie möglicherweise jetzt entsetzen. Aber tatsächlich müssen wir einfach mal denken, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Mittelstaat. Wir sind keine Großmacht, wollen wir vielleicht auch gar nicht sein. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine imperiale Macht. Wobei imperial in diesem Falle gar nicht negativ ist, sondern sie sind in der Tat im Status eine imperiale Macht, die sich konfrontiert sieht mit einer zunehmenden Bedrohung aus Fernost, also aus deren Perspektive aus dem Westen, sprich von China. Das heißt, der jetzige Krieg und die jetzige Auseinandersetzung muss immer unter dem Aspekt gesehen werden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf vielen, ja, Orten und Kampfplätzen dieser Welt letzten Endes sich behaupten muss. Und die Frage, ob Russland geschadet werden kann oder muss, und die Frage ist jetzt, es ist nur eine Einschätzung jetzt meiner Ansicht nach aus Amerika oder aus amerikanischer Sicht. Natürlich haben sie hohes Interesse daran, dass die Russische Föderation geschwächt aus dieser Situation hervorgeht. Das wird eine imperiale Macht immer an hohem Interesse haben. Das kann ich natürlich jetzt in dieser Funktion, in der ich jetzt bin, nämlich gar keine Funktion zu haben, leichterdings sagen. Für andere Offiziere, die im aktiven Dienst sind, wird das nicht der Fall sein. Ich denke, wir müssen auch dort einfach mal schlichtweg die Realitäten akzeptieren. Die USA haben einfach harte Interessen. Und die sind nicht darauf gerichtet, dass es den Russen gut geht, um es jetzt mal ganz flapsig zu sagen. Sie stehen an der Seite der Ukraine, sicherlich auch schon gar nicht mehr so stark, wie sie es anfänglich waren, und sehen, dass die Russische Föderation in diesem Frühjahr möglicherweise die Chance hat, einen Durchbruch zu wagen. Also muss ich auch Amerika fragen, auch die Europäische Union oder Europa, was können wir dagegen tun? Das heißt, all diese ganzen Dinge sind Realpolitik. Das hat nichts mit Moral zu tun. Moral, Frau Jahn, und Politik, das wissen Sie aber genauso gut wie ich, haben nicht ursächlich und direkt was miteinander zu tun. Befreien wir uns von moralischen Begriffen in diesem Falle, sondern reden wir über Interessen. Und die USA haben ein dortiges Interesse. Ich habe allerdings das Gefühl, nicht nur ich, dass Fanatiker im Moment in den Regierungspositionen sitzen und es nicht mehr rational entschieden wird. Ich frage mich, ist die Aktivität an sich schon ein Ziel geworden, da man ja eigentlich, wenn man das, wenn das Analysten einsehen, dass man einfach kein Fortkommen sieht. Es sind auch sehr oft, man hat das im neuen oder im jüngsten Interview mit Tucker Carlson und Wladimir Putin ja deutlich nochmal gehört, ganz eindeutig Akzente gesetzt worden, dass ein Expansionswunsch Russlands nie bestand. Selbst die Aktivitäten im beginnenden, in der, also als die Russen quasi in die Ukraine dann einstiegen, nach langer Enthaltsamkeit von 8 Jahren, waren sie ja in Kiew. Und was man schlechthin in der Öffentlichkeit ja nicht bekannt gegeben hat, war, dass der Truppenabzug von Deutschland und Frankreich gewünscht wurde. Die hatten darum gebeten. Es gab einen Vorschlag von Herrn Selenskyj selbst. Darüber wird auch nicht gesprochen in der Türkei. Er würde die Entnazifizierung selbst, oder er hatte das in dem Papier selbst vorgeschlagen. Dieses Papier gibt es. Ist es ein, das ist ein, für mich oder für viele wirkt es wie ein gezüchtetes Angstszenarium, um weiterhin Rüstungs, quasi Budgets für Rüstung einzuwerben. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist die Taurus-Entscheidung für Russland, da geht es ja dann um die, ja, um die Reichweite. Ihrer Einschätzung nach eventuell eine rote Linie.
Also auch da nochmal, Sie haben eingeleitet, zumindest darf ich es nicht völlig unerwähnt lassen. Ich denke, Art 1, ich glaube vor Jahren, wir müssen uns doch mal wirklich ehrlich machen, dass dieses Gespräch Tucker Carlson mit Putin, das können Sie als verantwortungsvolle und seriöse Journalistin nun kaum ernst nehmen. Hier wurde die Chance, Tucker Carlson hat ihm die Chance gegeben, sich zu erklären. Und wenn Sie sich erinnern an dieses lange Gespräch, fast die erste Stunde, die mehr oder weniger eine historische Unterweisung war, also dem messe ich wirklich nicht viel wirklich Seriosität bei. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Die Diskussion um den Taurus und die Frage, das habe ich, wiederhole mich dann nochmal an anderer Stelle schon mal gesagt, und Sie sprachen davon, von den Kriegstreibern und denjenigen, die offensichtlich, wie Sie es genannt haben, Fanatiker haben. Ich möchte dann zumindest eine, und das jetzt mal aus der Sicht eines, ich bin jetzt kein Taurus-Experte, aber ich glaube, so ein bisschen militärische Ahnung habe ich schon. Was ist das eigentliche Ziel? Und das ist sicherlich, das ist der Vorwurf, den ich an denjenigen mache, der jetzt immer fordert, es muss jetzt der Taurus sein. Bleiben wir mal beim Taurus, und das ist das, was uns im Wesentlichen interessieren muss. Das Ziel muss, wenn ich das immer höre, die Niederlage Russlands. Was ist die Niederlage Russlands? Was ist der Sieg der Ukraine? Ich würde es für einen Sieg der Ukraine halten, zu sagen, es ist in diesem Falle das Räumen des ukrainischen Staatsgebietes von russischen Truppen. Dann ist es aber auch Schluss, denn das Ausgreifen auf russisches Territorium würde diesem Ziel dann auch zuwider sein. Es müsste ja dann neu formuliert werden. Also gehe ich mal davon aus, man würde das machen. Das heißt, wenn ich heute höre, der Taurus ist in diesem Falle notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, das ist doch kein Game Changer. Dieser Taurus, Sie haben es ja aus diesen Geleakten gehört. Wir haben 50 vielleicht in der ersten Tranche, dann vielleicht nochmal weitere 50 in einer zweiten Tranche. Das wird den entscheidenden Unterschied nicht machen. Die Reichweite ist noch zusätzlich eine Frage. Sie sprachen es an. Sie kennen die Aussage des Herrn Bundeskanzlers, der da sagt, okay, es darf in diesem Falle nur eingesetzt werden, um tatsächlich russische Streitkräfte nicht auf weiter entferntem Gebiet zu treffen. Da muss ich dann allerdings sagen, das ist dann natürlich schon eine gefährliche Angelegenheit. Denn wenn ich den Krieg beenden will, wenn ich dem Krieg eine Wendung geben will, wenn ich den Krieg, die Kriegsführung beeinflussen will, dann muss ich auch dort zuschlagen, wo der Krieg geplant wird, wo er logistisch unterstützt wird. Das ist natürlich jenseits der ukrainisch-russischen Grenze, auf der russischen Territorium. Also jemandem eine Waffe zu geben und zu sagen, du darfst sie aber gar nicht richtig ansetzen, das ist natürlich dann schon deutlich unglücklich. Ist das eine rote Linie? Ich sage mal so, auch jetzt könnte man mit den Waffensystemen schon durchaus auf russisches Territorium schießen, und das machen die nicht, die Skal, Ukraine. sie auch keine haben, die dann. Ja. Und was sie noch zusätzlich ins Spiel gebracht haben, also die Istanbul-Protokolle, die im relativ frühen Stadium des Krieges da schon eine Möglichkeit zeigte oder aufgezeigt hatte, diesen Krieg zweifelsohne zu beenden, oder diese, wie das da genannt wird, diese Sonderoperation zu beenden. Es ist natürlich ein Krieg. Ja. Dieses ist aber vorbei, und dazu gibt es sicherlich vieles zu erzählen. Was war die Rolle des britischen Premierministers in dieser Phase? Wer hat dort ihn gesteuert? War das selbst? Das sind alle Sachen, das ist was für die Geschichtsbücher. Aber ich denke, wir dürfen nicht zu vieles miteinander vermischen. Auch hier ist die Frage, und es ist interessanterweise, ich bin ja nun weiß Gott kein Sozialdemokrat, aber dort muss ich zumindest dem Bundeskanzler insofern beispringen, als dass er die Verantwortung hat, ein politisches Interesse der Bundesrepublik Deutschland zu formulieren. Und wenn er zu der Entscheidung kommt, und er tut es sicherlich hoffentlich nicht alleine, zu sagen, unser politisches Interesse muss sein, uns hier nicht in weiterer Form uns zu eskalieren, uns hineinziehen zu lassen im Krieg. Und da ist die Diskussion, ob das mit deutschem Personal am Boden geht oder ohne, oder ob das andere für die Ukrainer macht im deutschen Auftrag, nur mittelbar interessant. Das wissen wir nur deswegen, weil wir dazugehört haben. Also ich denke, zwischen der militärischen Empfehlung, etwas zu tun, und der militärischen Befähigung, etwas zu tun, und der politischen Entscheidung, es tatsächlich zu tun, also noch ein großer Unterschied. Zum Glück, selbst ich als ehemaliger Militär, und ich bin im Herzen immer noch Soldat, finde ich es schon gut und richtig, dass wir in einem Land sind, in dem Politik entscheidet und nicht das Militär. Bereits die Planung eines Angriffs auf die Krimbrücke mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern unter deutscher Befehligung oder und unerlässlicher deutscher technischer Anleitung, Organisation, Durchführung oder auch nur Unterstützung per Datenleitung aus Büchel, da wo die Luftwaffe sitzte, oder aus der deutschen Industrie, Schrobenhausen, oder die wahre Quelle vertuschend aus einem Auto in Polen heraus. All dies wurde ja diskutierend erwogen.
bringt offenkundig die Gefahr einer Angriffshandlung für die Bundesrepublik Deutschland mit. Ich könnte einiges aufzählen, was manchen schlichtweg die Sprache verschlagen hat, denn es wird deutlich, dass ein Gewalteinsatz mit Taurus geplant wurde, welcher den Bestand der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt durch die zwingend zu erwartende russische Gegenreaktion. Das könnte mithin als Hochverrat gewertet werden und womöglich, wenn es die Justiz nicht so sieht, gerade die unpolitischen Bürger werden gerade aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. So mein Eindruck, dass sie die Menschen Deutschlands ans Messer liefern. Also, Erschwert, ja, sorry. ich wollte nur fragen, erschwert oder erleichtert die Veröffentlichung des Gesprächs den Taurus-Einsatz in die Ukraine? Die zweite Frage jetzt, die kann ich gleich vorweg sagen. Nein, das tut sie nicht. Weder ist sie erschwert noch erleichtert sie. Ich auch auf die Gefahr, dass ich sie damit gegen langweile. Aber es ist einfach so. Die Tatsache, dass wir das wissen, hätte ich, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, ich habe da nur nicht drüber nachgedacht, dass tatsächlich Luftwaffenoffiziere und ein Inspekteur mit seinen Experten darüber nachdenkt, wenn der Taurus ist ja nicht aus der Luft gegriffen, wie könnte eine Entscheidung aussehen, wenn, oder wie ist eine Planung, müsste eine Planung aussehen, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland in Personam des Bundeskanzlers dazu entscheidet, es nun doch zu liefern. Wir haben es ja bei anderen Waffensystemen auch gesehen. Dann muss, und dann ist es zwingend notwendig, dass hochverantwortliche Menschen tatsächlich darüber schon mal sich Gedanken gemacht hat, wie könnte ein Einsatzszenario aussehen. Für sie ist es in der Tat, und das merke ich Ihnen ja auch an, und Eindrücke ich kann Ihnen keinen Eindruck nehmen, den Eindruck haben Sie. Aber die Einschätzung, ist die Einschätzung richtig, so abzuleiten, das halte ich für falsch. Es muss möglich sein, und das ist militärisches Grundhandwerk. Wir sind es nur nicht mehr gewohnt, darüber zu sprechen. Wir sind nicht gewohnt, darüber nachzudenken, dass sich möglicherweise Leute darüber Gedanken machen, wie sie ihre Waffen einsetzen müssen in einem gefährlichen Umfeld, in einem kriegerischen Umfeld. Die Hineinziehen in eine solche Situation kann durch ausschließliches militärisches Planen nicht der Fall sein. Wir haben keinen Generalstab, der den Bundeskanzler unter Druck setzt, wie in der zweiten oder dritten Heeresleitung 1916. Sondern hier entscheidet die Politik am Ende, die Bundesregierung entscheidet am Ende. Und die Tatsache, dass sich hochrangige Luftwaffenoffiziere Gedanken machen, wie sie ihre Waffensysteme einsetzen, das halte ich für ihre Pflicht. Danke. Der Präsident Frankreich, Emmanuel Macron, hatte vor 2 Wochen den Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine vorgeschlagen. Also, unterstützen Sie das? Nein, das ist ein Ballon. Ich halte das auch für einen Ballon. Der Einsatz von NATO-Truppen, und in diesem Falle finde ich es interessant, und das haben Sie ja auch gemerkt an der Reaktion übrigens nicht nur unseres Bundeskanzlers, sondern auch anderer, dass er hier in diesem Falle bei NATO-Truppen für mehrere Nationen spricht. Wenn er für Frankreich gesprochen hätte, hätte ich sagen können, naja gut, okay, dann er ist ein französischer Präsident, er ist ja auch gleichzeitig Oberbefehlshaber der Streitkräfte, dann ist das sein gutes Recht, dann kann er diese Gedankenspiele machen. Aber nein, es handelt sich, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Das entscheidende Punkt. Die Ukraine ist nicht EU-Staat. Sie ist nicht NATO-Staat. Es wäre was ganz anderes. NATO-Truppen am Boden, das ist meine persönliche Meinung und meine Einschätzung. Und wenn ein Bundeskanzler mich fragen wird, was er nicht tun wird, dann würde ich sagen, auf keinen Fall. Die Union von CDU/CSU hatte im Bundestag von Taurus-Einsatz beantragt. Also den Einsatz, wie Sie sich vielleicht erinnern, Herr Kiesewetter gehört dieser Partei an. Sie sind Mitglied im Bundesvorstand der Partei Werteunion. Wären Sie Mitglied des Bundestages, hätten Sie dafür auch gestimmt? Also, wenn Sie mich so konkret fragen, in der jetzigen Darstellung, das merken Sie schon, jetzt klingt es schon nach Eiern, ich hätte einfach gesagt, wenn kein deutliches Ziel angegeben wird, das hatten Sie ganz am Anfang mal gefragt, das ist nicht gegeben, dann kann ich dem nicht zustimmen. Einfach nur was zu liefern, dafür kann man nicht stimmen. Vor allem insbesondere, wenn das, was wir, und das wissen wir ja jetzt spätestens, ich hätte das vielleicht als Soldat eher gewusst, was da alles dranhängt. Dann hätte ich gesagt, nein, wir sollten uns an diesem Falle mit diesem Waffensystem heraushalten. Oder wir sind in der Lage, es tatsächlich so zu tun, dass wir eine Unterstützung leisten, die ähnlich wie Gepard, Leopard und andere Waffensysteme wären. Aber so wie es dort dargestellt wird, sage ich nein. Aber das kann ich nur für mich persönlich sagen. Washington sieht inzwischen, dass der Krieg in der Ukraine verloren ist. Und in dieser Lage besteht die Gefahr,
dass Washington und London auf den gleichen Gedanken kommen wie schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland, dass nur ein Weltkrieg nach Chancen auf den Endsieg im Kampf um die Ukraine bietet, mit allen nuklearen Konsequenzen. Das aktuelle zweite Papier des Pentagon Think Tanks RAND Corporation von Samuel Sharrock vom Januar ist bedeutsam. Es zeigt sich nämlich, dass die USA Druck ausüben werden, um das widerstrebende Europa in einen Krieg gegen Russland zu verwickeln, während Washington sich gegen China wendet. In diesem Papier ist zu lesen, dass Washington nur 10 Jahre warten soll, bis es selbst wieder gegen Russland vorgeht. Wir haben also zwei Szenarien, die alle auf die gleiche Konsequenz hinauslaufen. Also die Kernfrage, die unzählige verzweifelte Bürger bewegt und auf diese Frage eine Antwort möchten. In Ostdeutschland ist man insbesondere mit dem 2+4-Vertrag bestens vertraut. Und da steht halt drin, es soll von Deutschland immer nur Frieden ausgehen. Das ist nicht nur eine Floskel, das steht dort drin und wird auch den Russen versprochen, mit allen Alliierten. Wie lösen wir das kriegsunwillige Deutschland aus Washingtons zwangsweiser Kriegsfront gegen Russland? Qui vis pacem, parabellum. Wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Der Krieg ist schon da. Und wenn wir Frieden wollen, und Sie sagen das in der Tat von 2+4, und das ist eigentlich auch das Vermächtnis der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, dann muss das aber auch gelten, dass jemand, der den Krieg vom Zaune bricht, Einhalt geboten wird und dass der Frieden wiederhergestellt wird. Wir können uns nicht in unsere Hütten zurückziehen und hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht. Manchmal muss man zum Schwert greifen, um den Frieden wiederherzustellen. In Görlitz zum Beispiel wurden Schienengleise 2014 schon ausgebaut, verdoppelt. Und damals ging man in die Presse und erwähnte, dass man eine doppelte Anzahl von Waggons zu transportieren hatte. Alle Mitarbeiter dort wussten, das stimmte nicht. Man hatte also quasi das Ziel schon ausgelegt auf die Waggons, die später zu transportieren wären oder die Dinge auf diesen Schienen. Und man weiß heute, diese Strecke führt direkt nach Kiew. Also dort wurden Panzer schon geliefert. Also das heißt, dieser Konflikt ist schon sehr viele Jahre länger existiert. Ist das denn, ich sag mal so, bei Angehörigen des Militärs, also diese sachliche, faktische Analyse, wird die denn betrieben auch im Militär? Wussten sie davon? Im Osten wohnten russischstämmige Bürger, die vor vielen, vielen Jahren wegen der Bergbaugebiete und des Stahlwerkes dorthin gezogen sind, weil dort Arbeitsplätze waren. Und die hat man dort beschossen, ganz gezielt. Diskutiert Also, man das? Hm? das eine mit der Frage des Ausbaus von Gleisanlagen, überhaupt die sogenannte Vorhalteplanung für Truppentransporte oder für Materialtransporte auf der Schiene, ist etwas, was in der Vergangenheit völlig normal war und das dann einfach nach 1990 mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist. Das gibt es übrigens auch für den Seetransport. Das heißt, das ist ausgebaut worden, ist wieder ausgebaut worden, seitdem Deutschland ja eigentlich die Drehscheibe der NATO sein soll. Und sie richtet sich natürlich nicht gegen die Schweiz, sondern sie richtet sich zunächst einmal in der Annahme gegen einen Gegner aus dem Osten. Das heißt also, das ist zunächst einmal auch etwas, wenn Sie so sagen, sachlich, fachlich korrekte Planung, die natürlich auch politisch gewollt war und politisch gewollt ist. Die Frage, ob, nächstes Thema, die Frage, ob tatsächlich dann in diesem Falle Truppen sich vor dem Krieg schon bereits in der Ukraine befunden hat. In der Tat ist es so, dass ja auch die Ukraine Zusammenarbeitsbeziehungen hatte mit NATO-Staaten und dort auch Ausbildung erfolgt ist. Das ist jetzt auch nichts, auch das ist nichts Unbekanntes, das hat es gegeben. Die Frage, ob jetzt Deutschland in diesem Falle, die Bundesrepublik Deutschland, Truppen entsendet oder entsandt hatte und dort immer noch hat, mal abgesehen davon, dass ich das in der Tat nicht weiß, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist auch der Grund, weswegen der Bundeskanzler ja so scharf reagiert hat auf die Idee von Emmanuel Macron, NATO-Truppen, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, weil die Ukraine in diesem Falle ein Kriegsgebiet ist und der gesamte Staat. Also geht das in diesem Falle nicht. Sehen Sie das nicht, dass im Prinzip eigentlich Russland schon seit den 90er Jahren bedrängt wird oder provoziert wird? Das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, dass sie eingestiegen sind. Aber die Frage ist an sich doch schon wichtig zu klären. Kann man sich in die
in die Gemütslage eines anderen Landes hineinversetzen, um nicht zu der Überzeugung zu kommen, dass Russland sich bedroht sah, sehen musste. Also Frau Jahn, das ist ja letzten Endes genau der Grund gewesen, weswegen ich letztlich nach Hause gegangen bin. Ich habe dort, bin ja auch gefragt worden, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, über die Frage sinniert, hat Russland ein berechtigtes Interesse gehabt, den Zusicherungen der NATO oder wer auch immer das in konkret in der NATO war, über die Jahrzehnte, sich nicht an die Westgrenze Russlands weiter zu expandieren, also die NATO weiter zu expandieren. Dass die Russische Föderation immer ein Gewahrs annahm, für sich selbst ein gewisses Mitspracherecht zu haben, das übergangen wurde. Frage: Ist Russland berechtigt, in Not, in Sorge, als zunehmendes Risiko wahrgenommen hat, was dort vor ihren Türen geschah? Und dieser letzte Kickstein oder dieser letzte Stein, der dann umfiel, der letzte Dominostein in diesem Falle, die mögliche EU und dann später sogar eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Mag alles sein, das habe ich auch seinerzeit in Indien ja mitgedacht und gesagt, man muss auf jeden Fall, so wie das der verstorbene Peter Strzok immer gemacht hat, man muss auf Augenhöhe den anderen wahrnehmen und auch versuchen, seine Sicht der Dinge zu verstehen, nicht Verständnis zu haben, sich nicht eigen zu machen, zu eigen zu machen, aber mitdenken. Das habe ich seinerzeit ja auch gesagt, ohne dass ich jetzt in diesem Falle den späteren ausgebrochenen Krieg zu rechtfertigen. Denn das müssen wir einfach akzeptieren, Frau Jahn. Wer den Krieg vom Zaune bricht, begibt sich ins Unrecht. Ob denn, und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, die Russische Föderation zu Recht sich so bedrängt fühlte, dass es dann in diesem Falle aus ihrer Perspektive gerechtfertigt war, das muss dann werden, dass irgendwann die Geschichtsbücher entscheiden. Aber in unseren Breiten und überhaupt in unserem Verständnis nach dem Zweiten Weltkrieg können sie nicht einfach irgendwo einmarschieren, sondern es hätte dann andere Möglichkeiten gegeben. Frage: War dieser Krieg vermeidbar? Ja, er war vermeidbar. Haben wir im Westen ausreichend dafür getan, diesen Krieg auch zu vermeiden, also unseren Anteil? Das kann man mit Skepsis sicherlich betrachten. Ist es trotzdem deswegen gerechtfertigt, seitens Russland Krieg zu führen? Nein. Das war nicht die Frage. Es war ja eigentlich die Frage, was sind die Vorboten gewesen? Und da hatten Sie mir jetzt herzlichen Dank dafür auch die Antwort gegeben. Denn ich denke ja, Minsk II war eine gute Vorlage. Und Frankreich und Deutschland waren die Schutzstaaten. Und sie haben denkbar wenig dafür getan, dass quasi die Ukraine gezwungen wird, zumindest die erste Position nur zu erfüllen. Das war ja wie eine Chronologie angeordnet. Ich habe ihn studiert. Er ist ja im Netz zu finden, zwar in russischer Sprache, aber jeder kann ihn sich übersetzen. Aber dass im Parlament quasi die Basis geebnet werden sollte, dass Wahlen nochmal möglich sind, das Referendum also nochmal abgehalten wird. Und damals ging es nicht um also dass man sich abgliedert von der Ukraine, sondern dass man in der Union bleibt. Und wie in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen autonom ein Bundesstaat gründet, aber in dem also die Sprache gesprochen werden kann, also bestimmte Sonderrechte quasi. Selbst das wurde nicht geebnet. Es kam also zu den Verhandlungen tatsächlich nicht dazu, dass Deutschland und Frankreich sich durchsetzen konnte, um die Ukraine zu zwingen, diesen Vertrag auch einzuhalten. Danach wurde ein Sprachensatz gemacht. Diese ostdeutschen Gebiete durften nicht mehr ihre russische Sprache setzen. Später hat man sogar, ich glaube, das wird als Rassengesetz sogar gesehen. Also das sind verschiedene Kategorien, wie man die Bevölkerung sogar dort einordnet. Und die Russen werden da in die niedrigste Kategorie eingeordnet. Das wollen viele wahrscheinlich nicht hören, aber das gehört alles dazu. Danach, nach dem Putsch im Maidan, hat man dann, also Herr Poroschenko war dafür verantwortlich, die Bankautomaten abgeschaltet, die Renten nicht mehr gezahlt, sodass sich Russland genötigt fühlte, Lebensmittel dorthin zu bringen. Die hatten noch nicht mal Geld, um ihre Lebensmittel zu zahlen. Also das sind alles Dinge. Warum werden die hier in der allgemeinen Medienlandschaft einfach immer wieder und immer wieder nicht erwähnt? Sie haben sicherlich einen größeren Anteil daran, dass diese auch teilweise Propaganda neuen Aufschwung immer wieder erlebt. Wie Also sehen ich Sie das? erinnere mich daran,
2014 in der Tat, als da kam ich gerade ins Ministerium, da wurde ja die Krim genommen. Ich war zufälligerweise der Referatsleiter, der dann später auch in die Krim gefahren ist, Verzeihung, nach Kiew gefahren ist, um die mögliche Kontaktlinie mit einem Überwachungssystem Deutschland, Frankreich, OSZE vorzuplanen. Das ist dann nicht dann später dazu gekommen. Insofern habe ich dann einen guten Einblick gehabt. Ich erinnere mich sehr gut an die verschiedenen, auch die großen Konvois, mit denen von russischer Seite aus nach Ukraine, in die Ukraine hinein Lebensmittel gebracht wurden. Man darf aber auch da nicht sagen, es war nun auch Propaganda. Das spielt eben auch eine Rolle, die Politik der Bilder und auch der Krieg der Bilder. Das brauche ich Ihnen als Journalistin nicht zu sagen. Das ist von beiden Seiten so. Natürlich. Aber in der Tat, während der Besetzung durch die Milizen, sicherlich, Sie erinnern sich an die Aussage von wegen, russische Soldaten wären mit ihren Panzern auf Urlaub gewesen. Auch das ist natürlich eine etwas skurrilere Realität, die man auch mitrechnen muss. Alles, Ich ich denke, habe das es. ist wahrscheinlich die Reaktion auf, entschuldigen Sie, wenn ich ins Wort falle, aber auf Blackwater oder Academy. Die Russen haben sich davon lange nicht beeindrucken lassen, aber man hat dann wohl auch zu dieser Lösung dann gegriffen, denn Privatarmeen gab es da bis 2015 nach meinem Dafürhalten ja gar nicht. Das wurde mit Wagner ja erst neu lanciert. Ne? Ja, wie gesagt, Ja. das ist alles nicht falsch. Und ich sage mal so, auch die Geschichte, die Geschehnisse auf dem Maidan mit der Frage, wer hat da geschossen und wer waren diejenigen, die plötzlich alle weg waren und dann nicht mehr zur Verfügung standen, um zu überprüfen, wie das letzten Endes intendiert war und wer das vom Zaune gebrochen hat. Alles richtig. Ich habe das ganz am Anfang gesagt. Letzten Endes ist es immer wieder eine Frage, dass ein Konflikt immer von zwei Seiten oder von mehreren Seiten. Also der eine ist nur der ausschließlich Böse und die anderen sind die ausschließlich Guten. Das ist hier nicht der Das würde Fall. ich. Und ich sage mal, das, was Sie gerade skizziert haben, ist ja auch eine Lösungsmittel gewesen oder eine Idee für eine Option, so eine Befriedung. Also, dass die Ukraine eine vollständige Souveränität über die Gebiete bekommt, dass die auch Gebiete aber autonom bleiben. Dass wir eine starke russisch orientierte Sprachpolitik haben, einen möglicherweise irgendeine Form von Zollunion und ähnliches und dass die Gesamtukraine dann unter Schutzstatus anderer Nationen gestellt werden könnte, um so eine Art, wie man früher das mal genannt hat, Finnlandisierung zu haben. Aber Sie erinnern sich bitte auch vor Jahren, dass die Krim ebenfalls, also die Ukraine damals schon zu Zeiten der Krim auch unter dem Schutz des Großbritanniens, der USA und natürlich Russlands stand und dass die Krim weggenommen wurde von den berühmten kleinen grünen Männchen, hat man von dortigerseits nichts getan. Das heißt also, wie sicher muss sich die Ukraine oder kann sich die Ukraine in der Zukunft sein, wenn man also irgendeine Form einer Friedensoption findet? Wie sicher kann sie sich sein, dass Russland nicht erneut angreift? Und Russland auf der anderen Seite, das ist jetzt mein Punkt, da würde mich jeder wahrscheinlich wieder für schlachten, aber damit kann ich leben, dass man auch Russland, die auch zeigen muss, nicht gedemütigt aus dieser Situation herauszukommen mit erhobenem Haupte. Denn die Saat für den nächsten Krieg zu legen durch eine Demütigung, das kann sich keiner leisten. Und wenn ich dann immer höre von der Niederlage oder der zerstrategischen Niederlage Russlands, das System Putin muss abgelöst werden. Ich bin überhaupt kein Putin-Freund, aber trotzdem, wehe, was ich immer sage, der Teufel, lieber den Teufel, den man kennt, als den, den man nicht kennt. Ein irrlichterndes Russland, ein zerfallenes Russland mit Oligarchen und Kriegstreibern und Warlords an den Ostgrenzen Europas, das kann niemand wollen. Und wer das will, und wenn solche Leute im Parlament sitzen, die sollten dort schleunigst verschwinden. Das kann niemandes Interesse sein. Woher kommt diese Bestrebung von Frau Strack-Zimmermann und Herrn Roderich Kiesewetter? Dann. Rudolf Kiesewetter kannte ich jetzt natürlich über die Jahre nicht mehr so viel. Wir waren mal gemeinsam im Ministerium. Ich will mir jetzt kein großes Urteil erlauben. Ich weiß nicht, was ihn treibt. Frau Strack-Zimmermann genauso. Ich muss passen. Vielleicht ist es einfach nur die Gegenposition einzunehmen. Für Ulrich Kiesewetter ist es aus der Opposition heraus vielleicht noch nachvollziehbar. Für Frau Strack-Zimmermann aus der eigenen, aus der Koalition heraus. Ich weiß nicht, ich könnte da nur mutmaßen. Ich will da nichts Falsches sagen. Ich kann es mir nicht erklären. Vielen Dank, lieber Herr Schönbach, für Ihre Ausführungen und Ihnen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vizepräsident der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev, fragte sich, wie soll man auf den Leak diplomatisch reagieren? Er sagte, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Man kann es nicht besser sagen
als ein sowjetischer Dichter. Konstantin Semjonow war ein sowjetischer Schriftsteller, Lyriker und Kriegsberichterstatter. Und das ist sein Gedicht. Denn er wollte es so. Seine Schuld hat's verlangt. Soll sein Haus doch brennen und nicht deins. Seins verbrennen. Soll seine Frau die Witwe sein, aber nicht die deine. Soll seine Mutter doch heulen, doch deine Mama nicht weinen. Soll seine, nicht deine Familie hoffnungsvoll warten. So töte nur wenigstens einen. Beeilung.